Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Kochen. Vanilla Gold hat mich angeschrieben, hat mir einen lieben Kommentar hinterlassen und meinte, hey, kannst du mir mal ein paar tolle Cocktails zaubern, so für den Mädelsabend oder für eine lauschige Stunde? Klar mache ich das, liebe Vanilla Gold. Hab mir auch gar nicht so lange Zeit gelassen. Ich mache dir heute zwei alkoholfreie Cocktailvarianten und demnächst schiebe ich dann die alkoholhaltigen hinterher. Ich würde sagen, ja, gehen wir rüber in meine Küche und ich zeige dir die zwei Cocktailkreationen, die ich mir ausgedacht habe. Der erste Cocktail, den ich dir heute präsentieren möchte, das ist eine Strawberry Colada, so habe ich sie genannt. Und zwar finde ich das ganz lecker. Was wir dazu benötigen, ist ungefähr 2 bis 3 Erdbeeren. Oder ich habe hier einen ganz leckeren Erdbeeraufstrich. Es ist keine Marmelade, es ist echt schon fast so eine Erdbeersoße. Sehr erdbeerig, sind auch nur Erdbeeren drin und Agavendicksaft. Sehr, sehr lecker. Also 2 bis 3 Erdbeeren oder eine Erdbeersoße. Dann etwas Apfelsaft. Du brauchst Sahne. Ich nehme die Sojasahne von Natumi. Dann brauchen wir Kokosmilch. Und ich habe hier schon so eine kleine Dose geöffnet. Hallo? Kleine Dose geöffnet. Das ist die Bio-Kokosmilch von Rapunzel. So eine kleine Dose. Optimal für Cocktails. Ein Spritzer Zitronensaft, etwas Agavendicksaft und ein bisschen Vanillezucker. Ich habe noch so einen Rest in der Dose. Ja, legen wir gleich los, schmeißen wir die Zutaten zusammen und dann trinken wir die Strawberry Colada. So, fangen wir einfach an. Ich tue jetzt die Kokosmilch, ungefähr noch etwas über 100 Milliliter, einfach in den Mixer. Ihr könnt auch einen Shaker nehmen, aber ich habe sowas gar nicht. Dann ein Spritzer Agavendicksaft, ein Schluck Zitronensaft, kann ich alles nehmen, ist jetzt schon irgendwie leer. Dann Sojasahne, ungefähr, wie viel nehme ich da? Ich schreibe es dir in die Infobox, wie viel ich da nehme. Ja, so circa 100 Milliliter. So, zacki zack. Etwas Vanillezucker, gar nicht viel. Ich nehme jetzt mal die Finger. So, 2, 3... Genau. So. Dann Erdbeersoße. Oder 2 bis 3 Erdbeeren. Ich würde lieber frische nehmen, aber ich habe jetzt keine. Nützt ja nichts. Nicht so 3 bis 4 solche kleinen Löffelchen. Alle Zutaten sind super gut gekühlt. So. Apfelsaft. Ein Spritzer Apfelsaft noch hinzu. Und jetzt mixe ich das ordentlich durch und dann fülle ich das gleich in ein Glas und mache schon mal das Eis bereit. So, die Strawberry Colada ist fertig. Ich finde, es kann sich sehen lassen. Einfach köstlich. Ich probiere das Ganze natürlich jetzt auch mal. Mmh. Ich liebe ja Kokosnuss. Vielleicht geht es euch genauso. Und das ist ja so ein typischer Frauencocktail. Erdbeeren, Kokosnussmilch, na, Zucker, ich finde ein bisschen Sahne, das ist ja typisch Frau. Ich glaube, Männer trinken sowas weniger gerne oder korrigiert mich. Also ich würde sagen, wir kommen jetzt gleich zum zweiten Cocktail und der ist wirklich lecker. Den trinke ich jetzt schnell aus. Ja, sofort. Den trinke ich schnell aus und dann zeige ich euch gleich den zweiten Cocktail. Der nächste Cocktail ist eher eine ganz erfrischende Variante und ich habe ihn Sommerregenlaune getauft, weil dieser Sommer ist besonders bescheiden, wie ich finde, um das andere Wort nicht zu verwenden. Für diesen Cocktail benötigt ihr etwas Grapefruitsaft. Ich habe diesen mal den von der Firma Demeter genommen, den finde ich echt super lecker. Der ist echt ganz schön sauer und wirklich sehr, sehr köstlich. Dann braucht ihr von der Firma Völkel etwas Bio-Sirup Limette. Ihr könnt auch jeden anderen Limettensirup oder Saft nehmen, das geht bestimmt auch. Der hier ist sehr ergiebig, also es ist eigentlich ein Sirup und hier ist glaube ich 0,5 drin, damit kommt man ewig aus. Aber es wird auch dann schön süß. Dann habe ich noch etwas Agavendicksaft. Ihr könnt auch braunen Zucker verwenden oder Zucker, wie ihr möchtet. Dann noch etwas Zitronensaft. Ja, ich presse keine Zitronen aus. Ich finde das hier von Alnatura wirklich sehr, sehr praktisch. Deswegen, alle Zutaten, die ich jetzt hier habe, sind wirklich eisgekühlt. Und ein Spritzer echter schwarzer Johannisbeersaft. Der ist auch sehr, sehr lecker. Der gehört da unbedingt rein. Etwas Vanillezucker wieder für diesen vanilligen Geschmack, den ich so gerne mag. Und jede Menge Eis. Da ich keinen Cocktailshaker habe, muss das Glas jetzt zum Zubereiten reichen. Ist ja auch völlig egal. Man ist ja meistens
nicht hier so mega professionell, aber naja, man macht das Beste draus. Okay, wir beginnen. Ich nehme einen Spritzer oder etwas Grapefruitsaft. Die genauen Angaben schreibe ich dir noch in die Infobox. Dann kommt hinzu etwas Zitronensaft. Ein Schluck. Etwas Agavendicksaft. Etwas Vanillezucker für dieses vanillige Aroma. So. Dann kommt dieser Limettensirup da rein, aber nur ein bisschen. Genau. Etwas Johannisbeersaft, nicht zu viel. Und jetzt rühre ich das alles gut durch. Und es wird auf jeden Fall aufgegossen, jetzt mit Mineralwasser. So, jetzt habe ich etwas Mineralwasser hinzugegossen. Ich habe das alles jetzt gut verrührt und jetzt tue ich das Ganze in ein anderes Glas, wo Eis drin ist, und dann serviere ich das Ganze. So sieht das Ganze dann aus. Schön viel Eis drauf, auch Crushed Eis oder Eiswürfel, völlig egal. So, das Ganze wird jetzt probiert und ja, lecker. Ich freue mich schon, das Ding zu trinken. So, jetzt ist es soweit. Der Cocktail ist fertig und schön viel Eis drauf und sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Und Stimme versagt am Abend. Hilfe! Und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr köstlich. Ich probiere es natürlich für euch. Cool. Der Grapefruit-Geschmack ist wirklich so ein bisschen super da. Es ist ein bisschen, es ist sauer. Es ist auch diese typische Grapefruit-Bitterheit, die ich sehr, sehr mag. Ich kann mir das Ganze alkoholisch auch noch gut vorstellen, vor allem mit Wodka. Ja, aber das kannst du ja auch mit Sekt aufgießen, wenn du es alkoholisch möchtest. Aber demnächst zeige ich nochmal zwei Cocktails auf jeden Fall mit Alkohol. Auch mal für den Abend, auch wenn es ein bisschen lustiger werden soll. Oder einfach, wenn man einfach mal Lust hat, lecker, gemütlich einen Cocktail zu trinken. Auf jeden Fall eine super Idee. Und ich finde, das ist mir doch ganz gut gelungen. So, Vanilla Gold, das waren deine beiden Cocktails. Extra für dich, alkoholfrei diesmal. Demnächst schiebe ich die anderen einfach hinterher, die mit Alkohol. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du machst sie einmal nach und schreib mir, wie es dir geschmeckt hat und ob es deine Geschmacksrichtung getroffen hat. So, am besten du bleibst gleich auf meinem Kanal. Klick dich gleich hier oben weiter zu weiteren Kochvideos. Hier oben kannst du dich beim Yoga bewegen und hier unten Tipps und Tricks. Bleib dran, bleib auf meinem Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns bald und ich wünsche noch eine schöne Woche, vielleicht mit Cocktails. Tschüss!